Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einer if-Abfrage, also einer Abfrage. Das heißt, wir vergleichen zwei Variablen miteinander und schauen, ob die eine Variable größer ist als die andere. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber es ist auch die beste Art zu erklären, wie eine if-Anweisung funktioniert. Ich habe hier zwei Variablen erstellt. Das eine ist die Zahl 1 und das andere ist die Zahl 2. Wir können nun Folgendes machen. Wir können nun sagen, if Zahl 1, wenn Zahl 1 größer ist als Zahl 2, dann gebe auf dem Bildschirm aus, System out Printline, Zahl 1 ist, oder Zahl 1 ist größer als Zahl 2. So, für unser Semikolon. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Wir sehen natürlich auf dem ersten Blick, wie ihr seht, gibt es hier keine Ausgabe, denn Zahl 1 ist eben nicht größer als Zahl 2. Das heißt, diese Bedingung, die nach dieser if-Anweisung in diesen geschweiften Klammern steht, wird nur ausgeführt, wenn das, was in den runden Klammern steht, auch wirklich wahr ist. Wir können nun als weiteren Befehl das else benutzen. Das müssen wir wieder in geschweifte Klammern setzen. Das else ist dazu da, wenn unsere if-Abfrage eben nicht true ist, also in diesem Fall die Zahl 1 ist eben nicht größer als die Zahl 2, dann wollen wir eine neue Ausgabe generieren. Und da schreiben wir einfach, Zahl 1 ist nicht größer als Zahl 2. Machen zwei Ausrufungszeichen, setzen unser Semikolon. Was ist hier passiert? Zahl 1 ist größer als Zahl 2, ist unsere Aussage. Wenn das stimmt, dann soll ausgegeben werden, Zahl 1 ist größer als Zahl 2. Andernfalls, also else, soll ausgegeben werden, Zahl 1 ist nicht größer als Zahl 2. Wir können das in diesem Fall mal ausprobieren. Und Zahl 1 ist nicht größer als Zahl 2. Das war es eigentlich schon mit dieser if-Abfrage. Also ein größeres Geheimnis steckt da jetzt nicht hinter. Worüber ich aber in meinem nächsten Video Vergleichsoperatoren noch genauer eingehen werde, ist eben dieser Vergleichsoperator. Wir können eben nicht nur größer oder kleiner als, sondern wir haben auch noch, wenn Zahl ist gleich Zahl 2 oder ungleich Zahl 2. Aber dazu komme ich dann in meinem nächsten Video.